Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le dernier journal de la semaine. Et en fin d'émission, ce sont nos compères de Café Grenzel qu'on va retrouver. Et cette fois-ci à Roulin pour parler de la Maison Lorraine et de son évolution. Mais avant, voici l'actualité du jour en images. Sans grande surprise, les citoyens sont divisés suite aux annonces sanitaires annoncées par le ministre de la Santé ce jeudi 25 novembre. Leur témoignage à retrouver dans cette émission. Trouver du travail peut s'avérer difficile. Alors la mission locale de Sarreguemines a proposé un job dating intérim aux demandeurs d'emploi pour y laisser leur CV. 6 places de plus pour les adultes en situation de handicap au cœur du foyer Charles et Marie-Cnel à Sarreguemines. Un second encadrant a été embauché. Depuis 2017, l'Académie Nancy Metz accueille 20% d'élèves handicapés en plus. Le recteur souligne l'importance des unités d'enseignement autisme, comme celle à l'école des faïenceries. Et puis la ville de Beach accueille une étape du Sentier des Lanternes tout au long du mois de décembre. Une boutique éphémère de produits qualité Moselle sera également installée à l'office de tourisme. Mais ce qui est sur toutes les lèvres depuis ce jeudi 25 novembre, ce sont les nouvelles mesures sanitaires, notamment la dose de rappel vaccinale. Tous les adultes deviennent éligibles 5 mois après leur dernière dose et peuvent prendre rendez-vous dès ce samedi 27 novembre. Et dès le 15 janvier, il faudra attester de ce rappel pour un pass sanitaire valide. D'ailleurs, les horaires du centre de vaccination de Beach changent avec une ouverture les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 13h, puis 13h30 à 16h30. Et concernant les écoles, fin de la fermeture systématique des classes dès le premier cas positif. Tous les élèves seront testés en cas de positif. Ceux négatifs pourront revenir tandis que les autres seront isolés. D'ailleurs, les derniers chiffres de l'Académie arrêtés au jeudi 25 novembre sont sortis. 305 classes sont fermées, dont 104 en Moselle. Mais notre département ne compte aucun établissement fermé. Au total, sur l'Académie Nancy-Metz, 740 élèves et 29 personnels sont positifs. Et comme il fallait s'y attendre, les citoyens sont assez divisés suite à ces nouvelles directives. Ce matin, Guillaume Dumonteil et Chloé Chani ont recueilli leurs témoignages. Ouais. Alors, que pensez-vous justement de ces mesures qui ont été prises hier ? Eh bien, je pense qu'on s'y attendait de toute façon, parce que ça fait un certain temps qu'on nous dit que ça augmente, les pays autour ça augmente. Je crois qu'elles étaient incontournables, hein, que c'était sûr que ça allait arriver tôt ou tard, vu l'évolution de la situation. Bon, personnellement, j'y suis plutôt favorable. On va se plier aux mesures qui ont été prises, donc on n'a pas le choix, ça c'est une certitude, si on veut maintenant éradiquer ce qui nous est tombé dessus. Je suis pour. C'est le seul moyen qu'on a actuellement connu pour prendre ce truc-là en main et sortir de ce truc-là. À ce moment-là, j'ai remarqué que j'ai pas mon masque, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une cause entre l'affaiblissement des gestes barrières et la reprise épidémique ? Non, je ne pense pas. Je pense surtout que le problème vient des gens qui refusent la vaccination. Ce serait bien déjà que les gens qui ne soient pas vaccinés se fassent vacciner aussi. Après, c'est chacun son choix normalement. Moi, non, je vais pas me faire vacciner. Je vais essayer de pousser ça le plus longtemps possible. Par exemple, de mon boulot, on ne nous oblige pas encore. Mais s'ils nous obligent, bah dans ce cas-là, je serai obligé. Mais dans ce cas-là, ça devient une obligation de se vacciner en fait. Il n'y a même plus le droit de l'homme, rien. On ne nous demande pas notre avis aussi. Donc en gros, on fait ce qu'on nous dit de faire, quoi, sans savoir pourquoi. Je suis totalement pour. Quand viendra mon tour, j'irai tout simplement. Moi-même, j'ai déjà pris rendez-vous pour mon troisième vaccin. Je vais l'avoir le 6 décembre. Je trouve ça très bien, voilà. Normalement, un vaccin, ben, c'est pas tous les 6 mois qu'on le prend. Hein. On en a plein d'autres vaccins. Et je sais pas. J'ai été vaccinée moi-même, mais parfois, je me demande quelle est l'efficacité de ce vaccin. Et s'il faut en faire un tous les 6 mois, on n'en sortira pas non plus, quoi. Voilà. Et on vous le rappelle, dès lundi 29 novembre, la durée des tests PCR et antigéniques pour les personnes non vaccinées ne sera valable plus que 24 heures. Et une période de crise où trouver du travail peut s'avérer encore plus compliqué qu'en temps normal. Alors pour aider les demandeurs d'emploi, la mission locale du bassin de Sarreguemines a organisé un job dating intérim, l'occasion pour les agences de récupérer les CV et aux demandeurs d'emploi d'avoir un premier contact. Retour en image avec Christelle Réviaco.
Ce sont 130 personnes qui ont répondu présent pour le job dating intérim organisé par la mission locale de Sarreguemines. Ce sont en majorité des jeunes de la structure qui ont participé à l'événement avec quelques personnes du Pôle emploi. Et votre dernière expérience, c'était en boulangerie, c'est ça ? 8 agences intérim du secteur ont fait le déplacement et ont rencontré tout au long de la journée les demandeurs d'emploi. Ils sont repartis avec le CV de chaque participant et si un profil correspond à leur recherche, ils le recontacteront. C'est une double grande première dans la commune de Beach. Deux événements soutenus par le département vont s'étendre pendant le mois de décembre. La ville accueillera une partie du Sentier des Lanternes et une boutique éphémère de produits du territoire sera aménagée à l'office de tourisme du Pays de Beach. Hier, une conférence de presse a eu lieu pour présenter le programme. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Le centre-ville de Beach se prépare pour les fêtes de fin d'année. Et deux grandes nouveautés feront leur apparition. Tout d'abord les vitrines de Noël Beachland, qui sera installée dans les locaux de l'office de tourisme du Pays de Beach. C'est une boutique éphémère qui proposera des produits de qualité Moselle. Le but, c'est avant tout de mettre en lumière les producteurs locaux, mais locaux au sens large du terme, c'est-à-dire de l'ensemble du territoire du département de la Moselle. La ville de Beach a aussi été retenue pour accueillir une étape du Sentier des Lanternes. Plus de 67 illuminations seront placées sur les chemins du parc du Stadtweiher. Le parcours aboutira sur un marché de Noël. Suite aux difficultés imposées par la crise sanitaire, le Noël à la Citadelle ne pourra pas être organisé. Donc on a préféré le faire en ville, rapprocher l'événement aussi du centre-ville pour lui donner plus de présence, pour être plus visible. Et donc ça a l'avantage d'être bien plus accessible. Côté réglementation, le pass sanitaire y sera obligatoire. Les deux opérations sont soutenues par Moselle Attractivité et le département. Je crois que le Pays de Beach s'organise pour pouvoir accueillir, le Pays de Beach s'organise pour parler d'une seule voix, le Pays de Beach s'organise pour travailler son attractivité et puis en cette période de Noël évidemment permettre à nos populations, mais pas que, de passer des moments de convivialité. Il faudra être encore un peu patient, ces événements débuteront le 1er décembre et s'étaleront pendant tout le mois. Et maintenant, on va prendre des nouvelles du groupement 3S, spécialisé dans l'accueil des publics handicapés. À travers nos images, revivez la remise des médailles du travail des employés de l'ESAT La Ruche de Sarreguemines ou encore la visite du recteur de l'Académie Nancy Metz à la nouvelle EMA, ouverte il y a peu à l'école des faïenceries. Je vous laisse avec Margot pour découvrir tout ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT 3S. En octobre, la FAUI a tenu son assemblée générale. L'assemblée est revenue sur les activités de l'association sur les années 2019 et 2020. Et après le bilan, les médailles du travail ont été décernées. Les présidents et vice-présidents de la FAUI ainsi que le directeur du pôle travail du groupement 3S ont remis ensemble ces médailles à 7 travailleurs méritants. Magali Bauer est l'une d'entre elles. Elle travaille à l'ESAT La Ruche depuis 20 ans. Je suis très contente et très fière. Très très fière. Ça me fait chaud au cœur. Un diplôme ainsi qu'une montre d'une belle valeur leur a été offert. Le tout s'est suivi d'une photo de groupe. Le pôle hébergement et habitat offre 6 nouvelles places d'accueil. Le foyer d'accueil de jour Charles et Marie Knell peut désormais accueillir 14 personnes. Grâce à ce nouvel agrément, un second encadrant a été embauché. Cela permettra d'offrir des possibilités d'activités plus variées. Le foyer pourra également accueillir des jeunes de plus de 21 ans qui sont encore pris en charge par l'IME. Les 3 pièces dédiées ont été rénovées et sont spacieuses. La direction a même pour projet l'acquisition de nouveaux équipements et a prévu la mise en place d'une nouvelle activité de relaxation. Dans l'actualité, au pôle enfance, le recteur de l'Académie Nancy Metz a visité la nouvelle unité d'enseignement en maternelle autisme à Sarreguemines, située à l'école des faïenceries. Il était accompagné de la directrice de l'ARS Grand Est. Ils sont venus souligner l'importance de cette unité et mesurer le travail effectué par l'ensemble du corps enseignant et du médico-social. Ce sont effectivement des unités d'enseignement qui fonctionnent bien par une collaboration entre la sphère médico-sociale, je vais dire, et puis la sphère éducation nationale, et qui permet à ces enfants de vivre une scolarité, de vivre une sociabilité qui soit la plus normale possible.
Cette visite était une manière pour l'ARS et l'Éducation nationale de montrer leur mobilisation en faveur de l'inclusion à l'école. Depuis 2017, l'Académie a accueilli 20% d'élèves handicapés supplémentaires. On compte 28 UMA dans le Grand Est, dont 3 en Moselle. Pour rappel, le groupement 3S est porteur de ce projet. Il est aussi à l'origine de l'ouverture l'an dernier d'une unité d'enseignement pour enfants autistes en élémentaire à Rohrbach-les-Bitches. C'est la fin de ce JT 3S. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. On fait une courte pause, le temps de regarder les prévisions météo de demain. Et puis juste après, on part à Roulin pour votre émission en plate Café Crencel. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera encore très couverte et les averses de neige seront nombreuses en cours de matinée. À partir de la mi-journée, des gouttes se mêlent aux flocons, puis en soirée, ce sont à nouveau des averses de neige qui sont attendues en pleine, même à très basse altitude. Côté température, les minimales resteront négatives avec moins 2 à moins 1 degré, les maximales ne dépasseront pas les 5 degrés. Demain, nous fêtons les Séverins et les Séverines et il fera jour de 7h59 à 16h39. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël. Une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. En cette fin d'année, faites-vous plaisir chez AVS Médical grâce à nos offres exceptionnelles. Procurez-vous le stimulateur circulatoire numéro 1 en France de la marque Revitive. Grâce à la technologie d'électrostimulation musculaire, il améliore le retour veineux et soulage les douleurs, crampes et gonflements. Pour un stimulateur Revitive acheté dans nos centres de santé, un sac de transport et des électrodes d'une valeur de 69,80€ sont offerts. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et nous retrouvons à présent notre joyeuse bande de Café Crencel. L'enregistrement s'est déroulé à Roulin, dans la Maison des Arts et Traditions. Le thème de ce mois-ci, la Maison Lorraine et son évolution. Entourée de ses invités et de ses chroniqueurs, Suzanne anime la discussion et fait revivre quelques belles archives. Une émission 100% plate, avec rire et émotion garantie. Et de mon côté, je vous souhaite un très bon week-end. Que vous soyez en repos ou au boulot, Mosaïque Cristal vous accompagne, ici et sur le web. Portez-vous bien. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. Wouhou, comment sont Café Crencel ? Yaya, ich komme. Oh je, à wie viel Uhr haben wir denn schon? Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? Hoffentlich hat es keinen Käsekuchen dieses Mal. Bonjour, liebe Gäste in unserem Café Crencel. Heute sind wir immer ganz speziellen Ort. Wir sind in Rulingen. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Martin. Ich freue mich. Bonjour, Suzanne. Bonjour, bonjour. Bertrand. Bonjour. Ich war schon der Kuchen heute. Aber der Kuchen ist heute nicht. Das oh, bin ich nicht. Aber wir haben ja heute noch einen Gast. Vielleicht hat der daran gedacht. Raymond. Ah, oh, bitte schön! Ja. Da ist ja der Raymond. Ah, da guten ist ja Abend! Guten Abend! Quetschekuchen esse ich gern! Ja. Bitte Oma in der Stube! Bonjour Raymond Lehmann! Ja. Du bist der Präsident da in dem schönen Haus und du empfängst schon Zeit. Wir haben leider kein Publikum, weil es eine kleine Zeit. Aber wir werden doch einen schönen Moment verbringen. Wir haben ein gutes Programm. Der Raymond hat wieder Witz mitgebracht. Martin hat
hat uns auch schöne Witze mitgebracht. Der Sebastian hat uns selbst Neues und der Bertrand etwas alles. So, und jetzt haben wir noch einen Namenstag. Und heute ist der Namenstag Delphine. Kennt ihr Delphine? Ich glaube, ich war mit der Delphine in der Schule. Ja. Oh. Also Delphine, guter Namenstag. Ja, ja. Schöner Namenstag an alle Delphine. Und Delphine herrscht im Wasser geboren. Natürlich, wie die Deutschen immer sagen, die sind Delphine zum Doffer. Voilà. Und jetzt haben wir noch, so ist uns der Schnabel gewachsen, machen wir die Lied von Rohlinger, Remo gefragt, was die da von der alten Hiese und von der neuen Hiese halten, gell? So ist uns der Schnabel gewachsen. Haben die ein älter Husbehall oder haben die frisch gebaut? Was haben meine Schwester hat Husbehall. Und ihr? Und wir ihren, haben gebaut. Und was hat es jetzt gegeben mit dem Elternhaus, von, wo ihr Schwester drin wohnt? Hat es schön renoviert? Ist das jetzt ein schönes Haus war, oder hat es ja, super? Ja, ziemlich. Ich finde mal. Das ist das Haus, wo wir unser Arm haben. Und ihr frisch gebaut, wie ihr jung war? Oder noch vielleicht das Elternhaus geholt? Nein, wir haben ein Stück vom Schwervater sein Haus umgebaut. Und finde ich ja wichtig, so ein Haus zu renovieren oder soll man lieber alles abproben und alles frisch erneuern? Man kann ein Haus renovieren, aber ich finde die alte Hiese kann man auch renovieren und ist ja die Garde. Ich habe das ältere Haus geholt von Frau sin Oma. Ja, aber. Und das habe ich verkauft. Jetzt habe ich 45 Jahre drin gewohnt, jetzt habe ich es verkauft. Und finde ich ja wichtig, dass man so alte Häuser noch ein bisschen beibehält, dass man sie nicht unbedingt abprobt oder ganz verneuert. Wenn sie noch gut sind, behalten wir sie. Ich wohne ja einem, wo jetzt wo schon bald 100 Jahre alt ist. Haben wir überhaupt den Stil in Lothringen? Es klappt nicht groß. No. Früher waren es immer Bauernhäuser gewesen, mit Großschier und Stall. Und die Elsässer zum Beispiel, die behalten ihr Stil und bei uns ist das nicht so. Das ist ein Abbildschad, ne? Dass man so die ganze Schiere. Ja, ganz so schön hieß, aber die Elsässer. mit dem Holz drin. Oh, ich finde nicht. Ich finde in der Vogese und im Elsass findet man mehr Hieser, wo die Tradition behalten, wo sind, wie sie früher waren. Ha? In Rohlinger finde ich nicht, dass es viele alte Häuser gibt, wo so behalten worden sind, wie sie gewesen sind. Ja, aber eine schöne Maison des Arts Tradition. Hein? Ah ja, das ist das älteste Haus von Rohlinger. So, also Raymond, zum Glück haben wir da reagiert in Rohlinger und ihr habt das Haus gekauft und haben ein Museum draus gemacht. Ja, ich will erst sagen, ich kann nicht Blatt retten. Aber, nicht gut. Nicht gut, aber ich kann probieren, ein paar Werte ja. Sagen. Wir sind froh, dass ihr gekommen seid in unsere Maison des Arts et des Traditions im Rohlinger. Mein Name, haben Sie gesagt, ist Raymond Lehmann. Im 2001 das Rathaus hat das Haus gekauft und wir haben den Verein erstellt im 2002. Aha. Ich möchte noch ein Wort sagen. Nächstes Jahr das Verein hat 20 Jahre. Mhm. Wir werden uns freuen, wenn TV Mosaik uns und besuchen kommt. Und ein Buch für die 20 Jahre wird vorgestellt. Merci Raymond. Ja, man muss noch sagen, du bist Präsident von dem Verein. Ja. Du hast gesagt, es sind so 40 Mitglieder. Und du darfst dich freuen, wenn da noch zwei junge Frauen zu dir in den Verein kommen. Gell? Ich danke Sie. Also Martin, wir haben das Haus besichtigt. Es ist alt, aber schön. Schön, gemütlich. Gemütlich. Ja. Also es lohnt sich, Bertrand, dass man das in den Haus kommt. Weil ihr habt ja da in jedem Raum wie so Eco-Müse gemacht. Da fährt man ja Schule raus. Man hat die Kirche, das ist Stub und gehen dann noch über die Grube, gehen auch noch etwas machen. Also es ist, wie lange muss man dann rechnen? Eine halbe Stunde? Eine Stunde fahren, das Haus ganz besichtigen? Oder mehr. Mehr wie Stunden. Sagen wir ungefähr jetzt zwei Stunden. Ja. Zwei Stunden. Und ich habe da immer etwas, wo mit uns geht und wo das Haus zeigt. Ja, am Anfang ja. Aber jetzt machen wir nicht mehr. Es ist so lang. Mhm.
Und je vais parler en français. Ja, oui. Tout à fait. On fait un exposé historique sur la maison d'environ un quart d'heure. Et après, on laisse se promener les visiteurs avec des feuillets explicatifs de chaque pièce, avec des cas particuliers qu'il y a dans les pièces. Et ils peuvent se repérer avec les numéros qu'il y a sur l'entrée des pièces. So, merci vielmals, Raymond, dass du uns heute eingeladen hast. Und man, ich übersetze es jetzt auch nicht, die Leute sind ja zweisprachig bei uns. Gell? Bertrand, du hast uns jetzt noch wieder etwas zeigen über die Lothringer Hiese. Ja, gerade über die Lothringer Hiese, weil man sieht die Hiese im Elsass mit ihrer Colombage und so weiter. Aber es gibt auch eine Tradition von Lothringer Hiese. Das sind die Hiese, wo in den Dörfern sind, die alten Hiese. Da waren jedes Mal drei Plätze. Das Haus, das Haus für sich, und noch der Stall und der Skier. Ja, und wir sind jetzt da richtig im Haus vom 18. Jahrhundert. Vielleicht sogar vom 17. Jahrhundert, ja. Das wissen wir nicht ganz genau, aber 1800 ist sicher. Und das ist richtig ein Haus von Tradition. Da sieht man jetzt ein großes Lothringer Haus an, mit Gebäuden. Man sieht das Haus auf der einen Seite, dort ist der Stall und der Skier. Und es sieht jetzt so, wie die Hiese, also das sind Hiese von 39-jährigen Krieg. Das ist jetzt ein ganz kleines Haus normalerweise, das sind zwei kleine Hiese, das da. Wo nur noch ein kleiner Teil ist, war als Skier und Stall. Und da ist jetzt nur ein kleineres Haus da. Und das da ist ein großes. Ja, da ist jetzt ein großes Haus mit Skier und Stall. Und vor dem 30-jährigen Krieg waren die Hiese anders. Das heißt, es war ein Wohnhaus. Und Skier und Stall waren auswärts. Ah, ja. Man hat müssen Russ für einen Skierenstall. Wie im Elsass, so wie da jetzt. Das ist jetzt, im Elsass sieht man die Hiese, die waren so früher. Ja. Und bei uns auch, in Lothringen auch. Und in Lothringen war das anders. Man hat ein Haus gehabt und Skierenstall waren anders. Mhm. Die waren nebendran. Ein paar Meter nebendran, ja. Überhaupt also nicht abbrennen. Mhm. Ja, weil früher war immer das Problem, es war ein Brand, aber dann brennt alles ab. Dann hat es immer geherrscht, das Haus allein und die Skierenstall allein. Also Bertrand, aber auf jeden Fall. Nach dem 30-jährigen Krieg hat es die Tradition gegeben, dass man alles in einem hat, in ganz einem. Einfach. Ja. Also auf jeden Fall, man hat auf deinem Foto gesehen, Bertrand, dass da als die Ski und Stall sogar größer sind, wie das Haus. Ja, Haus selbst, war wichtiger wie Haus. Das war das Wichtigste. Und demnach, wie reich man war, desto größer war Haus, Ski und Stall. Desto mehr Vieh hat man ja müssen können holen. Raymond, tu as Ja, ganz Entschuldigung. Cette maison, au départ, ce n'était pas une ferme. Das Haus, wo wir da drin sind? Nein. Es war kein Haus. Drei Häuser. Ja. Und en 300 ans, elle a évolué et c'est devenu une ferme. C'est pour ça que, normalement, vers 1685, il y avait trois maisons. Et ensuite, avec les années, il y a eu l'évolution. La principale évolution, elle a été en 1872. Mmh. Et c'est là qu'elle a véritablement, c'est à cause de la, grâce aussi à l'annexion de l'Empire allemand, et elle a évolué avec ces trois travées comme vous parliez tout à l'heure. Ihr habt es gemerkt, er muss unbedingt das Haus besichtigen, er muss unbedingt dem Raymond sein Buch kaufen, wenn 20 Jahre feiern, kommen wir noch einmal auf Platz Kehrtus. Raymond, ich bedanke mich für deine schöne Kuchen, den essen wir jetzt leider ohne dich. Weißt, der holt die Brumme, der schüttelt den Baum und der kleine Stumpennickel, das sind ich. Der ist auf der Kuchen. Wir gehen jetzt noch die Welt ist verrückt und vom Raymond und der redet uns aber glaube ich nicht über Hiese, aber über Kläde. Andere Sachen haben schon schiert, wo nicht mehr sind wie früher. Zum Beispiel die Mode. Ich will sagen, wir waren das letzte noch einmal im Supermarché gewesen mit meiner Frau. Nicht? Ich habe nicht gemisst, Vater Karixe trinken, für bezahlen und neuer feines Auto inpacken. Inkaufen kann es ja allein. Nicht? Und dann, wie man mit dem Karich voll aus dem Geschäft kommen, hat sie ja gerade eine Freundin angetroffen.
habe ich gedacht, oh, das Kind aber noch will duren. Dann habe ich mich so langsam verduft, habe alles ins Auto eingepackt, habe den Karich wieder zurückgebracht, als ich meine 10 Franken wieder gekriegt habe. Nicht? Und dann habe ich mich so mit dem Rieger ans Auto gestellt und habe so in die Weltgeschichte gelot. Und es hat nicht lange gedauert, sind dort 2 Momsel an mir vorbeigegangen, 2 so junge Mädel, sie waren fast angewöhnt, eins wie es auch noch. Am Hals ein Schal, ich kann nicht sagen, 3-4 Mal drumherum gewickelt und die Zipple sind fast gegangen bis auf den Boden. Also mit so Schal kennt man ein normaler Giraffe den Hals entwickeln von oben bis unten. Am Hals verkältet die sich einmal nicht. Aber da unten. Kerzer hätte Schiebe nicht keinen Sinn. Schon schwer ist ein Navelbind gewesen. So, also kurz oder lang, gell, wie immer. Marcel, du bist der Marcel Philipp und du gehörst da zu dem Verein dazu und du bist ja noch Grubarbeiter gewesen, gell? Elektro, ja. Elektro und Grubarbeiter. Oder da, ja. Oder da. Also da erzählst du uns noch etwas darüber. Wir freuen uns, dass du gekommen bist. Und weißt du was, Marcel? Wir dürfen noch einen Kuchen essen. Ja. Ist das sicher? Ja. Ja. So, Martin, wir haben da von Kleider geredet, vorher von Hiese. Und wenn wir von Hiese reden, hat man Nachbarn und da hast du eine Geschichte von. So kleine Witz, ja. Der Peter und der Hannes sind gute Freunde und auch gute Nachbarn, gell? Und nicht am Maschinentast hat der Peter zum Hannes. Du, Hannes, hörst du mal, wenn ich jetzt mit deiner Frau etwas habe, weißt du, wir gehen so miteinander ins Bett und krack, krack, weißt du, ja, sind wir da noch gute Freunde? Na, sagt der Hannes. Nee. Ah ja, dann sind wir Feinde. Aber nee. Ah ja, dann sagen wir mal, was sind wir da noch? Dann sagt der Hannes, du, Peter, dann sind wir Kit. Oh. Voilà. Also Nachbarschaft. Nachbarschaft. Voilà. Also Marcel, in dem Haus da ist jetzt kein Problem mit der Nachbarschaft, weil das Haus steht ja leer. Normalerweise, wo da ist nicht mehr damit drin, ist ein Museum. Und wir haben da jetzt ein bisschen gefilmt in dem Haus, Arre Metier. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was der Francis uns sagt, in dem Bus. Bonjour, ich bin Patrick. Da sind wir in der Maison des Arts Tradition von Rohlingen und das gehen wir mal jetzt besichtigen. Also, da sind wir im ältesten Haus von Rohlingen. Wir sind mal das älteste Haus, weil letzte Krieg ist der Rohlingen bombardiert wurde. 80% war den Boden. Und das ist eins von den einzigen Häusern, die noch aufgeblieben sind. Und das, da kommen wir jetzt rein. Also das ist ein echtes lothringisches Haus mit Wohnung, Skier und Stall. Und da sind wir in der Wohnung in der Stube. Also das Haus, muss man sagen, ich gehört der Gemeinde. Die Gemeinde hat das gekauft im Jahr 2000. Der letzte Einwohner, das ist der Josef Jung, der hat Pulti gehecht. Wir sind oft, da sind wir in Pulti im Haus. Und also die Gemeinde die hat das Dach machen gelassen, die Fenster und alles, was am Ende sich drin wird, ist von unserem Verein, von der Association des Amis de la Maison des Arts et Traditions, haben wir alles wieder ein Museum gemacht. Und das Museum sind wir jetzt. Also das ist der Stuhl, das sind wir in der Wohnung, ja. Stuhl. Am Kamin, das Kamin, also das ist immer im Herz vom Haus. Das Kamin ist, wie es gewählt wird, im Jahr 1700. Wir wissen das schriftlich festgestellt, dass das Haus da war vor 300 Jahren schon. Und das sind wir im Herz vom Haus, weil da war es warm und da ist gekocht worden.
Kamin, Kisch. Also das ist der Kisch, wie die Kische gewählt waren von unseren Oma und Opa schon vor dem letzten Krieg. Da haben wir schon dasselbe Ofen gehabt. Da war der Wasserstein. Der Wasserstein war nicht da, aber hätte können da sein. Pump war auch nicht da, aber hätte können Pump da sein. Und da haben wir ein Material, was in, wie die Älteren das gekannt haben, mit Wurstmaschine. Hat schon gut alles. Also in der Wohnung haben wir noch oben ein Zimmer. Das haben wir gedeckt vor dem Winter. Und ein Keller. Und dann vom kommen wir Wohnung raus. Jetzt kommen wir mehr in den Stall. Der Stall, der wird gerade neben der Wohnung. Und so wird alles gut warm. Da hat der Pulli 2-3 Kühe gehabt. Und da haben wir ein Material vom Bauer. Vom Meer mit Senf, Stichle und. Voilà. Also, das ist Wohnung, Stall. Und was haben wir neben dran? Die Schier, Hausstock. Und da haben wir drin ausgestellt Maschine von den Handwerkern, die in Ruling gewohnt haben. Geschirr. Da haben wir vom Zimmermann, vom Schuster. Da waren die, da haben wir zwar schon die Pumpe da, mit all die Pumpe, die mehr als 100 Jahre hat. Milchmann. Mit der Konne all. Da drinnen ist noch ein Keller. Da haben wir ein Loch, haben wir Kumberloch genannt. Da war der alte Hinkelstall. Mit dem, da kommt noch ein Schmied hin. Da haben wir den Blausball schon. Und das da war der Wohner. Der hat die Räder vom Wohnen geschafft. Und da die letzten 3 Jahre haben wir den Garten gemacht mit einem neuen alten Schub. So, das war eine kurze Visite. Normalerweise dauert das 2 Stunden bestimmt. Die 2 Stunden kann man im Jahr durch. Hauptsächlich im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, durch Pochtel Uwert, wo man in 2-3 im Juli, August und im September haben wir die schon in die Patrimonien. Und das nächste Jahr hat unser Verein 20 Jahre und da sind alle eingeladen. Alle, merci und bis bald. So, merci Patrick Spohr, das ist der Vizepräsident. Also, der war 10 Jahre Präsident. 10 Jahre Präsident. Von Remo. Also war seit am Anfang dabei, wie der Remo auch in der ganzen Geschichte. Passionierter. Wir waren früher schon einmal da mit Mosaik, aber seither hat sich so viel geändert. Ihr habt so viel dazu gemacht, also es ist richtig sehenswert. Ja. Marcel, du hast uns davor erzählt, es sind so 40 Lied in dem Verein und regelmäßig kommen daher. Gut, die sagst du ja von Saal, ja, aber regelmäßig kommen wir und arbeiten da in der Mus rum. 6, 7, 8. Mhm. Samstags, immer Samstags mal. Samstags? Was machen wir dann? Stemmetzerwet? Von allem, ja. Stemmetzerwet, Schrieneerwet. Jetzt haben wir dieses Jahr haben wir das letzte Zimmer fertig gemacht. Das letzte Zimmer, wo noch nicht fertig war im Bau, haben wir fertig gemacht. Da haben wir den Boden alles müssen nehmen, die Treppe noch oben, wie man sagt, der Palier.
Ja. Dass die Lied kann, das passt, ich muss sekurisieren. Ich fahre ein guter Klient. Das Lied kann fahren, gell? Ja, aber Hus ist immer, und, ja, gell? Ja, und, ja, da war alles ganz schlimm. Ganz schlimm. Alles krumm und ja. Mit einer Belge war nichts, da war nichts gerade. Ja. Du warst Grubearbeiter und hast gesagt, er geht jetzt noch eine andere Ecke machen, wo nicht der Grubearbeiter noch der da alles haben wir angefangen, Von der Anfang. Plus tue ich Camouflé aus Mama. Ja, sie ist versteckt. Die liebt mir sich auch noch etwas gesehen, wenn sie kommen. Noch eine Überraschung. Da wollte ich jetzt gerade sagen, weil Pascal und Paria unter uns, wir haben jedes Jahr ein bisschen Neues. Plus die nächsten Leute, hauptsächlich die Verholungen, die Männer, da passiert nichts mehr. Ja. Ist ein paar immer Dinge, wo das hochkommt. Jetzt haben wir das immer, wo das fertig ist. Da kommt eine große Vitrine rein. Da haben wir einen Haufen Sachen. Sogar ein paar Stor-Dinge und so weiter. Auch noch Material. Wenn eine Reserve sind, die musst du da drinnen in die Vitrine. Also, Überraschungen haben wir noch. Ah, ja. Und du latsch alle Lied in, wo will er mal kommen, da sollst du das helfen. Weil der Wasserstein war sehr schwer, gell? Der steht auf Aklo und nur seine Boote. Ja. Und, Bienvenue von dem, wo der. Kummer, Bricolé, wie man sagt. Ja. Wann ist das, ist Amateur. Hein? Wie lange dauert dann die Saison, von wann bis wann? Ungefähr wo noch von? Anfang April bis noch Journée du Patrimoine. Voilà. Dann machen wir Schluss. Weil Sebastian, wir kommen da mit unseren Gästen. Ja, steht für das Salon. Richtig. Wenn der Film da, der war super. Da ist immer etwas Neues beim Ball. Ja, stimmt, ja. Das war gut gesagt. Sebastian, du hast uns da die Siedlungsrett mitgebracht, das ist ja etwas Neues. Ja, natürlich, das Siedlungsrett, also die ganze Lied, die rede jetzt, die haben Lust für Nuss gehen auf den Weihnachtsmarkt. Da heute sind wir ja Freitag, die fangen da am Weekend an, gell, unsere Weihnachtsmärkte. Und schon da ein bisschen im Agenda gelut, überall sind. Also da, unser Gemeinde macht natürlich auf. Hundlinge hat so Weihnachtsmärkt in Wuschwiller, in Rohrbach-Lebitsch, in Zierstel ist da auch etwas am Weekend. Lohn in Buggenum, in Kaluse, in Bitsch, in Vorbach, überall fangs an. Was haben ja so gern auf den Weihnachtsmarkt? Bertrand, gut, aber schon. Oder kaufst du etwas gern? Wir haben vorher den Raymond gehört, da, wo von Kave geredet hat. Und du, Susan, kaufst du auch immer so Kleider und Weihnachtsmarkt? Ich kaufe mir da also eine neue Cup oder eine neue Flora, auf jeden Fall. Und Weihnachtsbrötchen. Ja, und Martin hat mir erzählt, gell, vorher, bevor wir anfangen haben, die Sendung. Oh, ich bin so froh wieder. Gut, da war schon so drin, gell? Gut, da war schon mit Freunden. Das ist ja die Hauptsache. Das ist die Ambiance für schöne Weihnachtsmärkte. Genau. Die kleine Schale und die Lichtle und ein bisschen Musik und wenn es nicht schneit, die Stimmung ist schön. Und wenn ich noch klar ein bisschen Publicité machen könnte für den Weihnachtsmarkt von St. Gemin, dieses Jahr haben wir ja die Lanterne. Wir sind auch von Metz, le Sentier des Lanternes. Und das wird da im ganzen Stadtzentrum. Ohne Bitsch. Ohne Bitsch, natürlich, auch, hast recht. Ohne Vorbach. Und das ist herrlich, herrlich. Da kannst du schöne Bilder machen. Und da ist natürlich auch der Weihnachtsmann mit den Kindern, nicht vergessen. Ja. Da gibt es also überall in der Region, da am Weekend. Ja. Und die Leute können auf St. Gemin gehen, auf Vorbach und auf Bitsch und können so die drei Sentier des Lanternes machen. Genau. Das ist sehr interessant, das Jahr, gell? Also, das ist richtig, richtig schön. Ja. In der Mediathek haben wir auch noch ein bisschen Neuigkeiten. Also, am 4. Dezember haben wir Salon du Livre, das ist ganz speziell. Können Bücher kaufen, fassen verschenken und die Autoren sind da, die können noch da Dedikas machen und haben wir noch Spektakel für die Kinder, meist um 10.30 Uhr. Und nachmittags um 14.30 Uhr. Also es gibt da immer wieder etwas Neues. Ja, das könnte auch ein Weihnachtsgeschenk sein. Ein gutes Buch zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ja. Das macht immer Plaisir. Ja. So, wir haben da, Marcel, jetzt noch Archivfilme. Das ist ein Spektakel. Unser Archivfilme. Achtung! Jetzt lädt der Sylt umhüllt wieder da! Stell ab! Stell ab! Komm jetzt auf! Sebastian! Achtung!
Merci vielmals an Laura, dass er uns da so amüsiert hat. Und Nadine, Sadik auf jeden Fall. Nadine ist Elsässerin und Laura, die haben Hudel, die Menagiere. Marcel, wenn ihr da die Möbel gekriegt habt, die sind ja da in das Haus gekommen, das haben ja die Leute euch geschenkt. Alles geschenkt. Da ist einfach gerade vor allem drin. Und natürlich haben wir da auch so Hudel gehabt wie die zwei da, oder? Fast. Da sind da ist ein Hudel gehabt. Die haben ja gewischt, gell? Ja, ja. Da vorne haben wir einen, der versteht das ganz elektrisch. Ja. Das hat keiner was, das ist gut so. Ne? Das muss so sein. Ja. Und da oben haben wir auch noch stehen. Und da oben ist ein Schlafzimmer, komplettes. Ne? Komplettes ja. Schlafzimmer. Ja, wo man nicht kann, ist gesehen, das ist schade. Ja. Aber alles mit Kinderwäsche, mit dem Kinderbett und Großbett, mit Bootschamper, mit allem. Mit allem, mit Bootschamper. Ja. Alles was super, mit den Kleidern, mit den Kleidern. Mit den Kleidern sogar. Hochzeitskleider, ja, und so weiter. Oh, Hochzeitskleider, vom Kriegskind. Bootschamper hast du sowieso gepucht, weil das Kabinett war ja Truss. Also wenn sie schieben. Martin, wenn du Theater gespielt hast, hast du ja auch alle Rollen schon gehabt, gell? Oh je, ja, schon die Prinzessin von Luxenstein, die B-Schwiegermutter habe ich schon gespielt, die Magd, die alles. Und du, Sebastian, was war schon du schon alles? Also ich kann mich gut erinnern an meine allererste Rolle, als ich auf der Bühne gekommen bin, da war ich ganz schwarz. Ich war die Bubul. Ja, da habe ich immer so geliebte Wäsche, so geliebte fast gespielt und mit Martin auch immer gern gespielt, gell? Ja, Sohn. War immer ein bisschen Familie, gell, Martin? Ja. Martin, du hast da noch einen Witz, der Fritz und der Opa in der Stub. Ah ja, die Hucke, so gemütlich da in der Stub und der Opa erzählt mit dem Fritzl von früher, wie es schön war. Wie alles so passiert ist, gell? Ich war einmal zu Fritzl zum Opa. Ja, Opa, sag mal, wo kommt denn ich her? Na, sagt er, ein Fritzl, ein Tisch hat natürlich den Klapperstorch gepumpt. Oh. Ah, die Sigonie, gell? Na, sagt er, ja, und der Papa, ein Fritzl, auch den Klapperstorch gepumpt. Ah, ja, und du, Opa, wo kommst denn du her? Ei, mich hat auch der Klapperstorch gepumpt, gell? Das hat immer einmal der Fritzl. Oh je, arme Familie, schon 3 Generationen ohne Sex. Oh. Also Schlafzimmer ist ja auch wichtig, gell? Ja, da machst du auch viel. Armes durch, ne? Wir haben da noch ein paar Fotos, Bertrand, von der Seite von Selemals. Mhm. Der Marcel und du gehen euch jetzt mal ein bisschen unterhalten über die Grube, ne? Ja. Weil Ruhlingen ist ja ein ganz altes Dorf, Lothringer Dorf. Aber die Grube hat sich da im 19. Jahrhundert und überhaupt 20. Jahrhundert entwickelt. Und es sind ja keine Grube direkt in Ruhlingen, aber die Grube sind ja, die Grubearbeiter sind da gewesen. Und reden wir gleich ein bisschen über die Seite, gell? Weil die nächste Grube ist Vorbach. Ah, ja. Vorbach steht drin. Ja. Und also, dass wir da mal ein bisschen Ordnung machen. Früher war das ja ein Dorf wie andere auch, wo Geburt war. Und auf einmal ist da die Grube gekommen und da sind die Leute in die Industrie gegangen. Ganz genau. Und dann haben die Dörfer gar nicht mehr gelangt, für die ganzen Grubearbeiter installieren, ganz einfach. Nicht vergessen, da waren die Bleistoffzentrale. Ja. Und ist erst normale Rolling noch so größer als in der Zite. Ja. Und vor was? Na, ich bin ein Bär. Parce que, tout le bassin s'est déployé. Hinten ist es. Mehr da waren so weiter. Ja. Aber wir waren hauptsächlich noch da von der Zentrale von Zieberschaft. Ja, Marcel, du warst mal vom Klapperstorch geredet. Deine Opa war ja schließlich Bauer, oder? Deine Papa war. Mein Papa hat das Geschirr, das wir da gesehen haben, da unten aus. Ja, deine Papa. Da hat er drauf geschafft. Der hat da drauf geschafft. Der war Zimmermann. Und du bist aber noch der Grubearbeiter geworden. Ich bin Gruber, komplett mal Parasach. Parasach. Der Ende von der Familie. Von der Familie. Ja. Und du hast gesagt, du warst unten drunter. Ja. Wie war denn das noch, wenn du da vom Laden kommst und auf einmal bist du da unter dem Grund? Ja, das war ganz einfach. Wir waren junge Bube von 14 Jahren, haben noch nicht so geschafft. Da sind wir, wie wir auf die Grube gekommen sind, da bist du von heute um morgen eingestellt, weil kein Problem. Dann bist du da gegangen, dann kannst du am Montag kommen, fangst an. Ja, und mit dem, was Eltern nicht hatten, hast du nicht unter Tage, hast du 16 Jahre alt. Dann haben wir die erste Zeit, dann haben wir dann auf den Kribbel geschafft, der, wo den Kribbel noch gekannt hat. Das ist der Kohlerusserl. Im Zeich, weil die Kohle war lichter als Zeich.
Das war dann, da hat Simon Schach schon funktioniert mit dem Treffboy, das ist ja der Automatisme, das ist alles schon. Bertrand, Group, das war Industrie, aber die Bevölkerung von Rulingen hat sich ja nicht ganz verändert. Früher waren das so das und so viele Einwohner, ja. Auf einmal haben die sich verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Ja, ne? Ja, das sind von Südfrankreich gekommen, von überall. Von überall. Ja. Hat das sich auch nicht gemischt? Die Leute sind andere Nationalitäten gekommen, Bertrand. Ja, das stimmt. Sowieso sind Leute von überall gekommen, ganz einfach. Zum Beispiel? Die Arbeiter, die da waren, haben gar nicht mehr gelangt, ganz einfach. Gelangt. Da sind die Leute von überall gekommen. Ja. Ja. Und da unten in der Gruppe haben die da alle platt geredet. Ja, ich meine, da unten bei uns. Nee, also wenn die von Frankreich nicht, die von Frankreich haben kein Blatt gekannt und mehr gar nichts. Ne? Und haben die das gelernt? Und wir haben kein Französisch gekannt. Wir haben da dann noch miteinander geredet, da unten. Mit Hund, gell? Ja, ja, weil es gibt ja die berühmte Bergmannspruch, ganz einfach. Die Rolinger war ganz speziell, wissen Sie, war das Buch, Deserteur ist er. Erst war das Dorf nicht mehr da, war alles kaputt. Ja, war alles abgerobt, das Helfen von der Kriegsten, sagen wir mal, weh, bis da in die Kirche, war kein Haus mehr. Nein, war kein Haus mehr, ich junger Bub war. Da waren nur noch Prager, da die, wie man sagt, Ausgangsdorf. Und wie die City gekommen ist, da sind die Leute dahergekommen, ich muss erst mal das Bild machen, die sind dahergekommen, da war auch nur Prager, das mit dem Dorf war leer, da war nur Wiederaufbau. Ganz, also kurz. Was auch noch der, von ich gerade war. Das war unsere Zite, Marcel, gell? Ja, und wir haben da so da aus der Schublade, da haben wir auch Zite von Sellemals, gell? Also da, das war auch früher ein klein bisschen anders. Jeder von uns hat da ein Foto mitgebracht. Und die schauen wir uns mal an. Ich glaube, wir fangen mit Martin an, gell? Ja, ja. Bist du da drauf, Martin? Nein, ich bin nicht drauf. Ist das da in der Kirche von dem Haus eine Tradition von Rulingen? Nein, das ist in Irmingen. Da war auch so Tradition. Da haben wir am Weihnachten immer ein Spektakel gemacht mit Kindern, gell? Und von den Lied, das war so Tradition. Du bist die mit dem Hund auf der Bucht. Ja, da hast du schon wieder Hunger. Ich habe immer gern gegessen. Und da sind dann auch gesehen, da war schon auf der Bühne. Da war ich schon auf der Bühne. War schon auf der Bühne, gell? Ich glaube, ich war vier Jahre alt. Hast du das schon im Blut gehabt, gell, die Bühne? Das nächste Bild ist ein Bild von Sebastian. Jetzt lohnen wir da. Also ich habe vorher von der Weihnachtsmärkte geredet, gell? Und jetzt kommt da Anfang Dezember Nikolaus, da ist er. Das war mit der Kinderschule in Plittersdorf, weil ich bin ja von Plittersdorf, Nachbar von Rulingen, gell? Und haben er mich gefunden, schau mal da, am allererst, das ist der David Metzier, glaube ich, dann ist der Nicola Karmann und der Dritt, das bin ich, schau mal. Und die Mätresse, das war die Madame Trunde und natürlich, schau mal, der St. Nikolaus, da haben wir immer so Pandepiskretter. Ich kann nicht sagen, ich habe da immer Angst gehabt, gell? Weil desto näher bin ich gekommen, oh, jetzt bin ich bald dran, Man sieht schon, dass er da Geh du. Also das da ist ein unglaublich, wirklich schönes Bild vom Schublatt, gell? Ja, aus dem Schublatt. Bertrand, du hast uns auch ein Bild mitgebracht, aber da bist du nicht drauf. Ich habe gemogelt, ein Foto geholt vom Schwiegervater, ganz einfach. Weil wenn man schon von Rulingen redet und von der Grubenarbeiter, dann kann man nur Grubenarbeiter sein. Ja. Also mein Schwiegervater ist dort drüben, ganz einfach. Ist ist ganz links. Ganz links. Blau. Ja. Und das hast du auch noch gekannt, Marcel, also alles, der Kaske und das Licht da vom Stern. Das da haben sie schon Krisiometer gehabt, das Ding, wo sie ohne hingehen. Das war gewesen, was der Schlafe. Was war das gewesen? War der Krisiometer. Das war ein Simon-Sack. Viel Souvenir mit der Bilder, gell? Ja. Was hast du gebracht, Simon? Also ich habe auch ein Bild mitgebracht. Und das ist ein Familienbild. Und ich habe es mitgebracht, weil ich dachte, sieht man hier, ne? Die hießen bei uns im Bechalan, die waren alle mit Haustellen gemacht. Und das sieht man, die sind auch nicht bestochen worden. Die sind so geblieben, die waren schön so. Die Lehrer, das war so Metalllehrer gewesen, das ist ein Nachkriegshaus, also auch wieder aufbauen, wie der Sascha, Marcel. Bist du da drauf? Nein, da bin ich nicht drauf, das ist, aber da ist mein Opa. Da ist mein Opa drauf, und das ist da, wo das kleine Mädchen lebt. Und meine Oma ist die Frau hinten drunter. Das ist so ein Familienbild. Und was man auch noch sieht, ist der Holzhofer. Das ist ja, die haben immer, im Bitscherland haben wir immer nur mit Holz gewärmt und nicht mit Kohle. Das ist immer kalt im Winter, gell? Ja, kalt, aber immer Holz. Ein paar sind aber viel Bitscherland.
einer, wo auch in und der Kundschaft. Und die Oma da noch ganz links, gell? Oh, ja, ja, mit der Hand, ich auch, ja, ne, das ja, war jetzt ja, Fisch. Ganz schwarz. Man sieht, dass er Fisch ist und trotzdem hat die Frau da Hund ein Scherz. Ja, ja, immer, Scherz immer, und immer, 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 Scherz immer. Und, ne? Und die Männer mit der Krawatte und so, ne? Voilà, die kleine Buben, was war bestimmt schön Wetter, die haben ja Schorte an ja, und die Mädchen haben eine Regler an mit Schussetten. Aber geht so ein bisschen auf. Und man sieht da auch, dass die Frauen oft ganz in Schwarz noch an waren. Ja, da war, da war als etwa wo gestorben ist, aber allgemein waren die Frauen nicht so farbig an. Ne? Aber es ist schon ziemlich lustig, die Krawatte sind schon ein bisschen auf der Sitz. Die haben bestimmt da schon ein bisschen etwas getrunken. So, Marcel, du hast uns gerne Foto aus der Schublade mitgebracht, aber du hast uns ein klasse Bild mitgebracht. Und weißt du noch, was für Jahrgang das war, da, das klasse Bild, Marcel? Wie alt war schon da? Da war ich im erst hier in der Schule. Erst in der Schule? Ja. Und du hast vorher gesagt, dass du bist da der Kleine in der Mitte. Ja, ja, hinter dem blonden Mädel. Ja, ja, ja. So, und das da war das erste Jahr in der Schule. Ja. Das war in Rohlingen in der Schule? Ja, das da war, also das ist, die Mauer, die wir da gesehen haben, ist die Altkirche auf Mauer. Ja, da haben wir die Kirche auf Mauer. Ja, ja, ja. Da oben ist schon Marke, da spielst du, schau, was wir nicht. Das Fenster morgens ist der alte Bau. Und heute ist das der Park. Nein, da ist nichts, nichts mehr da. Nicht mehr da. Da war die Schule, da war das Fachhaus. Das war das eine provisorische Schule am Krieg? Nein, das war die ganz alte Schule. Das war die richtige Schule. Ja. Und die Mädchen sind ja da auch total nett mit ihren kleinen Scherzen. Ja, 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 ja. Mal ganz vorne, da läuft eine ganz wichtig. Ja, ja, ja. Die lohnt so ernst. Ja. Und die haben, wie man bei uns so schön sagt, Marcel, Schiele an. Ja, Schiele. Das stimmt, der Foto, wo wir im Winter gemacht haben. Ja, sagen wir, haben wir noch so lange Strecken, Winter, lange Strecken. Das als Bub, ja, ja. Ja. Und Scherz. Und Scherz noch, ja. Martin, in dem ganzen Gedings da, du hast es so schön gemacht, weil ich vorhin den Melodiewitz hast du heute wieder. Ja, ja. Hast du uns wieder den Melodiewitz mitgebracht. Und da geht es ja um Hieser, um Kumpel ja, und so wieder. Und so wieder. Ja. Und auch drei Kumpel, also der Sebastian Furt von der Marschi de Noël gerät, ja. Da war ein Rohlinger, ein Sagemina und ein Bitsche Lennart, die waren gut Kumpel, dann sind sie ja, da. Ja. Und der Marschi de Noël auf Sagemina gegangen. Und dann haben sie ja da ein paar Versionen getrunken und noch Wien und wo immer waren ja die voll wie immer, alle drei. Da bin sie da und das sah nicht weit gewesen. Ich war einmal stolpern sie da auf all die Lump, kommt ja da nicht der Genie raus. Aha. Dann sagt der Genie, so, ihr drei, jetzt war es schon einmal gut. Ihr kennt ja, jeder von euch kann da etwas in den Saar schmissen. Wenn ich tauche und suche, wenn ich es finde, sterbe noch. Wenn ich es nicht finde, blieben am Leben und wäre sehr reich. Oh, oh, gut, das Schloss sagt Männer direkt, gell? Aha, ich schmiss ein bisschen hin. Ich habe da so einen alten Kürter, ich muss sagen, gell? Ich schmiss den Kürter an ihn. Gut, der Genie taucht, fängt den Kürter und bringt ihn. Das sagt Männer sterben. Der Bitschelene, oje, was kenne ich schon da? Dann fängt er da eine Nadel, weil seine Frau hat die Hose ein bisschen gepflegt, gell? Dann war da noch eine Nadel drin. Und dann schmeißt er die Nadel da hin. Der Genie taucht, bringt die Nadel. Oleg. Ein bisschen, dann er stirbt. Oje, der Rohlinger fängt dann zu zittern. Jetzt ist bald mit Natur. Jetzt, oje, was geht schon? Er schmeißt ein bisschen hin, gell? Der Genie taucht, kommt hoch, nix. Taucht, kommt hoch, nix. 4-5 Mal so. Wenn man sagt, der Genie, gut. Also du bleibst am Leben und wärst sehr reich. Aber sag mal, was hast du denn hingeschmissen? Dann sagt der Rohlinger, ich für Alkohol. Das sind schlaue Lieder, Rohlinger. Ja. Das war der älter Schaluna. Älter Schaluna. Und du hast noch einen Witz über den Bau? Ja, also da haben sie Arbeiter ein Haus gebaut, gell? Und es war Mendermeid und dann sagt der Ende, ja, was ist denn los? Hey, kommt der Chef nicht? Und dann sagt der Kontramäher, der sagt, ah, der Chef kommt heute nicht. Der ist nämlich im Spital, der ist schwer verletzt. Oleg. Oh je, sagt der Erste. Ah, den habe ich schon gestern noch gesehen. Der hat im Wald gespaziert mit einer schönen Blondine. Oh. Dann sagt der Kontramäher, ah ja, seine Frau hat ihn nämlich auch gesehen. Da hat es mal aber gehen, ne? Dann wieder aufbauen gehen. Ja, dann erzähl uns noch die Martin. No, no, noch mal ja, lachen. Ja, also das ist ein Amerikaner, der geht auf Paris besichtigen, gell? Und weil wir da gerade vom Bauer reden. Und dann holt er dort ein Taxi und dann fahren sie dort den 8. Triumph durch. Oh, schön, schön. Was ist denn das? Das ist der 8. Triumph. Ah, wie lange hat denn das? Oh, wenigstens 5 Jahre, für das zu bauen. Oh je, bei uns in Amerika, 5 Jahre ist das gebaut.
Gut, der Taxi gehen Sie wieder, kommen Sie da in Notre Dame. Oh, wunderbar. Das ist Notre Dame. Ja, wie lange hat denn das gedauert? Oh, alle Wege 40 Jahre. Bertrand, du weißt. Ja, 100 Jahre. 100 Jahre. Ja, das war 100 Jahre. Das sind der Amerikaner. Oh je, bei uns im Texas, eine Woche ist das gebaut. Also der Taxichauffeur war schon ein bisschen genervt. Da riecht mich jetzt so langsam auf, der Amerikaner. Alles schneller, besser in Amerika. Fahren Sie weiter, fahren Sie dann die Tour Eiffel durch, gell? So, oh, schön, hoch. Ja, was ist denn das? Das hat der Chauffeur. Ich weiß nicht, was das ist. Das hat den Mann noch nicht gestorben. So, und jetzt schauen wir uns mal die Archivfilme an und gehen mal schauen, wie lange sie da gebracht haben, die Siteminier da aufzubauen in Rulingen. So, Bertrand? Ja, das sind also, wir sind jetzt in Rulingen. Das war schimmelig. Und da sieht man jetzt Dorf in den 50er Jahren, wie die Cité angefangen hat zu bauen. Man sieht jetzt also vom Dorf und nebendran ist die Cité. Die ist gar nicht komplett. Die hätte noch größer sollen wäre in Wirklichkeit. Ja, das sind die verschiedenen Gebäude von den 60er Jahren. Und da hat es ein neues Dorf gegeben, ganz einfach. Ja, da konnten wir uns vielleicht ein bisschen darüber reden. So eine ganze Gesellschaft. Ja. Sehr Zeit, wie die Siedler gebaut wurde, waren viele Kerle von Rolling, wo sagen wir mal, mit der frei waren, hat die von Algeris oder so. Die war froh gewesen, die sind alle gekommen, haben sie eingestellt worden. Also die Zeit von der Gruppe ist schon rum jetzt, aber wie gesagt, es ist wie das Huster, es ist wichtig, dass wir alles beibehalten. Ne? Wir kommen auf jeden Fall wieder in das Museum und helfen dir, noch andere Wasserständer ans Platz zu machen. Das Marcel und ich, das Martin und ich, und wir kommen auch noch Quetschekuchen essen, wo der Remo kann bringen, um mir essen, ne? Ja, so. Wir haben da jetzt noch, Bertrand, du hast noch ein paar Bilder. Ja, weil sie haben ja viel daran geschafft, an der Geschichte von dem Dorf. Ja. Und das findet man auch in den Büchern, wo das Verein auch drucken lässt. Und es ist interessant, auch sich da sehr ein bisschen, weil es sind viele Bilder von früher auch da drin. Und es ist sehr, sehr interessant. Ja, wenn auch sie dann, schauen wir mal da hin. Also auf jeden Fall, es gibt zwei Dörfer, es gibt die Cité und gibt das alte Dorf. Das hat man ja da gesehen auf dem Bild. Und es ist ein Dorf, wo man vielleicht nicht so kennt. Man kennt man fährt durch, aber es ist wert, dass man da rausfährt und auf Rulingen geht, auf jeden Fall. Wir haben dann noch ein Lied heute von den Franzosen und stell dir mal vor, Marcel, die machen da eine Party, da unten im Keller. Oh. Ja, ja, unser Blattlied heute. Jetzt fange ich an, natürlich. Ich bin ja der Star. Das haben wir schon gemerkt, gell? Das sieht man im Blick. Fang nicht noch einmal an. Ja. Da ist eine Party da unten im Keller. Jetzt hier. Da ist eine Party da unten im Keller. Da ist eine Party. Jetzt hier. Da ist eine Party. Zusammen. Da ist eine Party da unten im Keller. Wunderbar. Komm, mach es noch einmal. Ja, da, Laurent. Da. Und lauter. Plus fort, ça veut dire lauter. Sag mal lauter. Lauter. Wie sagt man das auf Italienisch, in Italien? Forte. Forte. Achtung! Da ist eine Party da unten im Keller. Abu! Da ist eine Party da unten im Keller. Da ist eine Party. Da ist eine Party. Da ist eine Party da unten im Keller. Très bien! Jetzt fangen es wirklich an, so richtig an. Jetzt wird es spannend. Es ist nicht so leicht wie ihr gerade so Männer, gell? Jo! Da ist Jess auf der Party da unten im Keller. Da ist Jess auf der Party da unten im Keller. Da ist Jess, da ist Jess, da ist Jess auf der Party da unten im Keller. Oh, très bien, wunderbar. Nein. Vraiment. Ob sie jetzt auch noch so gut sind. Da ist Swing im Jess auf der Party da unten im Keller. Da ist Swing im Jazz auf der Party da unten im Keller. Da ist Swing, da ist Swing, da ist Swing im Jazz auf der Party da unten im Keller. Wow! Oh yeah! Da ist Blues im Swing im Jazz auf der Party da unten im Keller. Da ist Blues im Swing im Jazz auf der Party da unten im Keller. Da ist Blues.
da ich Blues. Da ich Blues im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Wow, 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 wunderbar. Ich bin ja richtig zufrieden. Attention. Da ich Bob im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Da ich Bob im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Da ich Bob, da ich Bob, da ich Bob im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Hey, attention, hey. Ich schlag im Bob, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Ich schlag im Bob, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Ich schlag im Bob, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Yeah! Wow! Oh! Attention, maintenant plus rapidement! Achtung! Ich rock im Bob, im Black, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Ich rock im Bob, im Black, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Ich rock im Bob, im Black, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Attention, plus vite, on y va! Ich rap im Rock, im Bob, im Black, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Ich rap im Rock, im Bob, im Black, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. Ich rap im Rock, im Bob, im Black, im Blues, im Swing, im Jazz, auf der Party, da unten im Keller. C'est pourquoi vive le rap, vive le rock, vive le bob, vive le black, vive le blues, vive le swing, vive le jazz. Woo! Vive la bombe dans unten im Keller. Der Marcel hat sich schon ausgerichtet, gell? Du warst ja früher Grubearbeiter und du hast da sogar Chip und Pickel mitgebracht, gell? Das war nicht mehr Handwerk, aber ich kann schippen. Und was hast du da mitgebracht, Vater Kuchen? Aber Kuchen haben wir gehabt. Vater Kuchen gehen. Also ich sage jetzt mal wieder Rudi Carell. Ich muss mich jetzt schnell dummeln und muss jetzt noch alles sagen, was wir noch gemacht haben. Ich sage merci auf jeden Fall an Sebastian, Bertrand, Martin. Merci Marcel, merci an Remo und die ganzen Lied, die da heute mitgeholfen haben, wo der Mikro gemacht haben und so weiter. Merci für den Kuchen. Und das nächste Mal sind wir in Maisetal normalerweise im Dezember. Es ist ja bald Weihnachten und dann gehen wir mal schauen, was dort passiert. Und jetzt darfst du da dran gehen an den Berg da. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach.